MVS Zeppelin präsentiert sich auf der Nordbau als Komplettanbieter. Mit Maschinen wie dem Fertiger AP755 und der Tandemwalze CB534D komplettierte der Vermieter sein Programm im Bereich Straßenbau. Ulrich Sandner, Gebietsleiter bei MVS Zeppelin, über die strategische Ausrichtung. Auf der Nordbau 2007 zeigt die Firma MVS Zeppelin unser Komplettprogramm für die Baubranche und die Eventbranche und andere Industrien in der Vermietung. Angefangen mit Baugeräten, Baumaschinen, über Raumsysteme, Fahrzeuge, Arbeitsbühnen bis hin zu schwerem Gerät. Und neu in diesem Jahr die Vermietung von kompletten Asphaltkolonnen, Vermietung mit Personal. Also Asphaltfertiger, wie hier im Hintergrund zu sehen, und Tandemwalzen. Das Ganze abgerundet mit Walzenzügen, Planierraupen, also eine komplette Palette für den Straßenbau. Meines Wissens sind wir damit Exklusivanbieter. Also im Moment gibt es niemanden, der komplette Asphaltkolonnen, Fertiger plus Tandemwalzen mit Bedienpersonal im Markt anbietet. Darüber hinaus zeigen wir hier exklusiv auf der Nordbau auch unsere Erweiterung der Palette in Richtung Baushops. Das bedeutet, dass der Kunde, der bei uns etwas mietet, auch gleichzeitig in den Mietstationen Baustellen, Zubehör und kleine Artikel für den täglichen Gebrauch kaufen kann. Unser Angebot, Vermietung mit Bedienpersonal, seit etwa 2 Jahren auf dem Markt, wird auch hier wieder komplettiert mit etwa 30 eigenen Fahrern, die besonders Großgeräte und Spezialgeräte in schwierigen Einsätzen bedienen können. Man kann also den Fahrer gleich mit zur Maschine dazu mieten und hat somit seine Sorge der Personalengpässe, die wir immer häufiger beobachten, auch gelöst. Wir bieten Preise an, die gemessen an den Leistungen sehr attraktiv sind, und das zeigt ja auch die Umsatzentwicklung unseres Unternehmens. Fakt ist, man muss in der die auch schwierige preisliche Situation unserer Auftraggeber, also unserer Kunden, auch mit berücksichtigen bei der Preisgestaltung bei Mietmaschinen. Allerdings ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, der Preis einer Maschinenstunde eines Mietgerätes höher als der eines langfristigen Investitionsgutes. Vorteil natürlich wieder für den Unternehmer ist, er kann damit eben sehr flexibel reagieren. Er hat die Maschine nur dann angemietet und nur dann Kosten, wenn er sie braucht, und hat immer die beste und ideale Technik, die optimale Technik für diese Baustelle. Denn wenn er sein eigenes Gerät hat, ist es immer eine Kompromisslösung. Mal ist es zu klein, mal ist es zu groß. Und beim Mietgerät nehme ich mir halt genau das, was ich brauche. Unser Bestreben mit diesem Messestand war es, einen Einblick in unsere komplette Produktpalette zu zeigen. Angefangen von Baumaschinen über Baugeräten, gezeigt an einer lebenden Baustelle, wenn Sie so wollen. Abgerundet mit Container, Fahrzeugen, Personenarbeitsbühnen, wie hier auf der rechten Seite. Und Signaleinrichtungen, sprich das Thema Baustellen und Verkehrssicherung, das auch für uns eine immer wichtigere Rolle spielt. Zu den Besucherentwicklungen, Besucherzahlen kann man sagen, wir sind mit dem Besucherstand sehr zufrieden. Besonders die Qualität der Fachbesucher ist exzellent. Also die Gespräche haben immer was mit Auftragslage zu tun, mit unserem gegenseitigen Business. Natürlich gibt es auch Schaupublikum, aber wir sind auf der Nordbau immer sehr erfreut, viele Menschen, viele Besucher, viele Kunden aus unserem täglichen Umfeld hier zu treffen, zu sprechen. Es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit, als diesen Kommunikationsplatz Nordbau hier zu nutzen, wie wir es in diesem Jahr und in vielen anderen Jahren auch getan haben. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv